wegen der Bakterien. Ja. Ne? Ganz klar. Ja. So. So, können wir los oder? So. So, wir können los, ja, erzähl. Ja, du hast die rote Jacke nicht. Ja. Fahrt da drüber an. Ja. Sitzt am Tisch. Kommst du, hast du jetzt gesagt, du warst die letzten, ich habe dich ja lange nicht mehr gesehen, du warst jetzt auf der Universität oder was? Ja, ja, ich habe eine Umschulung gemacht. Ah. Ich war ja vorher Tresorreiniger. Ja. Jetzt bin ich Gynäkologe. So in der Frauenarzt. Was warst du vorher? Tresorreiniger. Ah, okay, aber das hätte ich mir gelohnt. Die waren immer leer, die Tresors. So, und jetzt mache ich noch Gynäkologe, also habe ich Umschulung gemacht, ganz klar. So, Frauenarzt. Ja. Jeder, der nicht weiß, wer eine Gynäkologe ist, ne, ganz klar. Ja, so. Aber, das ist meine Praxis, die habe ich heute neu eröffnet. Was hast du denn so? Ja, und wie untersuchst du die Leute? Ja, ich habe jetzt so, nee, das ist ja einwandfrei, das ist 4711 und das Beste, echt gar nicht Wasser. Was für ja, das ist für den Geruch, weil das ja sehr streng ist. Für die Bakterien. Genau, mit dem Jauchenprinz, ja. Ne, mit dem Sarat Timor. Das ist ja ganz gefährlich und da möchte mich nicht mehr identifizieren. Ne? Deswegen einwandfreier Geruch. Ne? Ja, so. Schön, freue ich mich. Du wolltest mir bei dir in der Praxis treffen, du mir von so einer ganz speziellen Patientin erzählen. Ja. Die hast du untersucht. Erzähl mal, wie war das? Also da hatte ich wieder so ein kleines, leichtes Trauma. Hausbesuch. Da war ein Hausbesuch. Hör uns. Das war grauenhaft. Ich finde das ja schön. Die muss ich untersuchen. Die hatte da unten einen Flocati-Teppich. Hör uns. Aber, Moment, das ist bestimmt wieder ein Notfall. Ja, Notfall. Hallo? Ja? Ja, okay. Ja, weiß ich Bescheid. Ja. Kein Problem. Ultraschallgerät bringe ich mit. Alles klar. Ja, bis nachher. Tschüss. Flocati-Teppich. Die hat eine Flocati-Teppich, Unge. Carl Chase hat eine richtige Bär, hat die Unge gehabt. Die hat Unge eine richtige Fuhrmann gehabt. Die hatte Unge eine Bär vom Deichmann. Also da war die Untersuchung sehr kompliziert. Ich muss den Abschritt. Das geht mir auf die Nüsse. Meine Fresse. Ja, Dr. Döschen? Ob die Leute, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, vielleicht bin ich da dann Dr. Döschen. Wurde geschockt, keine Ahnung. Ja, ich hätte ja nochmal Dr. Achim, aber langsam nervt mich das. Ne? Manchmal ist schon Dr. Döschen. Auf jeden Fall der Flocati-Teppich. Da muss ich den Abschluss machen, Naturgewehr, klar. Und dadurch hat die. Ja, Dr. Achim? Ja? Ja. Okay. Ja, ich komme aber nur, wenn ein Notfall ist, ne? Also wenn es richtig juckt. Ja. Er muss richtig jucken. Wenn du Brüche anzukommen, hallo? Muss richtig jucken. Also, wenn er nur ein bisschen kratzt, komme ich nicht. Er muss richtig Qualm jucken. Ja, also bitteschön. Ne? Ich habe gerade eine schwere OP hier vor mir, ja? Bis später. Auf Wiedersehen. Ja. Aber klar, das hast du schon nie gesehen, so hier. Da dann. Auf jeden Fall hat die eine Flocati-Teppich. Da muss ich meinen Abschied immer mit der Zunge machen. Aber dadurch hat die der Unge eine Bär, eine Fuhrmann, eine richtig dicke Bär. Die hat ohne Biss im Hänger. Das findest du gut, oder? Also das finde ich, ich finde das ja schöner. Ich finde das sehr schön. An der Hand, ich finde das, wenn die Frau das Unge hat, der Bermuda-Dreieck. Ich finde das herrlich. Und dann muss ich den. Du noch als Arzt, ne? Was? Ist auch gesünder, glaube ich. Ist viel gesünder, weil die Herrschen ist wie eine Regenrinne. Es ist wie ein Dachkal. Weißt du, wenn die Schwitze da läuft, über die Hörsche, tropft das ab, wie so eine Tropfsteinhöhle, weißt du? Wenn ich dann an die Tropfsteinhöhle reingucke, dann. Ich sehe nicht. Ja, Dr. Döschen? Ja. Ja, wo soll ich jetzt wissen? Ich habe kein Telefon, wo man dran rüschen kann. Ich rüsche das doch. Jetzt gehe ich hoch, Telefon, ey. Hallo, ich bitte Sie jetzt mal. Was ist das denn jetzt? Das, na ja, also, so wie sind wir noch nicht. Ich habe noch kein Telefon, wo ich mit Rüsche kam. Ja, hallo? Ja. Haben Sie irgendwas vergessen rauszuholen da? Tampon oder Schwämmchen oder so? Ja. Ja, da müssen Sie mal nachgucken. Ja. Ich komme nur bei Notfällen, ne? Also. Ja. Mal, ja. Auf wieder. Ja, schön Schätzelein. Macht gut. Tschüss. Das ist bekloppt. Ja, die haben einen Knall. Erzähl weiter. Also. Da muss ich den Abschluss muss ich wieder machen, schön mit der Zunge, schön. Und dadurch, dass da das Bermuda-Dreieck war, die Herrschen, hatte ich natürlich immer schön Herrschen hier zwischen den Zähnen. Der Riesenvorteil ist, du brauchst keine Zahnstocher mehr. Ganz klar, ne? Das ist natürlich Weltklasse, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Und war aber alles in Ordnung, diese Herrschen oder Haare. Es ist ja jetzt auch wieder im Kommen. Du wolltest gerade die Geschichte von dieser
Ausbesuch erzählen. Du bringst mich wieder ganz durcheinander, Mensch. Die Ausbesuch, du gehst telefoniert. Und ich rede dich an, als ob du Kette hörst. Was ist das dann los? Was ist doch nicht normal. Auf jeden Fall. Ja, jetzt weiß ich aber bald. Ja, hallo? Ja, hallöchen, ja, ich bin nicht. Ja. Also Montag geht. Ja, Montag geht, kann ich gerne machen. Das ist ja kein Thema. Ja, Montag geht. Um wie viel Uhr soll ich dann da sein? Montag 11 Uhr, ja, das geht. Wenn es nicht so warm ist, ne? Nein, das war jetzt Spaß von mir. Nee, das war Spaß von mir. Ja, ja. Nee, okay. Ach, das wäre interessant. Machen wir dann zu zweit oder zu dritt oder wie geht das? Ach so. Ach so. Ja. Das können wir dann nach Hause schicken. Dann können wir da, oder wie geht das jetzt? Ah so, Demi hört das. Ach so, ja. Ja. Ach, in Oberhausen. Ja. Ja. Also, ja. Ja, dann mach ich das so, dann tue ich das alles machen und dann schicke ich ihm die Rechnung. Normalerweise tue ich immer direkt so, ne? Aber dann schicke ich ihm eine Rechnung und mach ich mal, ja, ne? Aber. Doch, das können wir alle. Ne, das geht alles. Alles wunderbar, alles im grünen Bereich, ja. Also, okay, ja, ja. Ne, pass auf, das machen wir so. Da weiß ich Bescheid, ne? Alter Mühlenweg 54, das ist ein Deutz, ne? Ja. Ja, ich habe noch Navi, finde ich Dreck. Ja. Ach, sie stehen vor der Türe, das ist der allergrößte. Ja, für, ja. Ja, mit Winken und so, ne? Dass ich das alles Dreck, ne? Okay, okay. Alles klar, wunderbar, ja. Montag 11 Uhr, alles klar, ja, tschüss. Normalerweise würde ich das nicht jetzt annehmen, den Termin. Der ist Montag 11 Uhr, ist Ü50, ist normal schon über die Uhr. Die hat schon so viel am Tacho, hören Sie. Die ist schon im roten Drehzahlbereich. Also die hat ja so viel, hören Sie, was die mir jetzt noch erzählt hat, hören Sie. Ich kann aber auch ein bisschen nicht schlafen. Oh, wei, 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 was der hat man jetzt noch? Das ist das Allergrößte, hören Sie. Also die fette man. Und lass das aber nicht dolieren, ne? Ja? Lass das nicht, vergesst das nicht, ne? Siehst du, da hast du gesagt, hör mal, Jung, alles gesund bei dir? Bei dir? Ja, kommst du gleich mal rum? Tu mal einmal Prostata gucken. Einmal husten. Schön. Ja. So, auf jeden Fall, ja, so ist das. Du hast jetzt gesehen, was ich für Patientinnen habe. Normalerweise ist das nicht das Schema jetzt. Normal ist von mir. Von 20 bis 40. Die war Ü50. Das geht ja nicht. Da krieg ich eine, da denke ich, ich bin irgendwo, weiß ich wo, nur nicht ein Arztpraxis. Geht ja nicht. Jetzt sind wir gar nicht so gekommen, die Geschichte zu Ende. Machen wir nächste Folge. Oder? Ja, pass auf, genau, wollte ich gerade sagen, ich habe nicht so viel Lauf für uns. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich all damit hin. Ja, würde ich auch sagen, sonst läuft ich weiß schon hinge Dingens runter. Ja, denke ich auch, ja. Von daher, mach das Jod und schwing der Hut, ne? Ja. Ich wünsche ein schönes Wochenende.